Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basic. Wir wollen uns heute mit einer weiteren Grundkategorie des Verwaltungsrechts beschäftigen, nämlich, was ist eigentlich ein Verwaltungsakt? Der Verwaltungsakt, meine Damen und Herren, ist die zentrale Kategorie der Handlungsformenlehre. Und die Handlungsformenlehre ist der zentrale Bestandteil des allgemeinen Verwaltungsrechts. Für die Klärung der mit der Handlungsform verbundenen Rechtsfragen hat der Gesetzgeber das Verwaltungsverfahrensgesetz erlassen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz dient gerade dazu, die Handlungsformen der Verwaltung, ihre Voraussetzungen, ihre Rechtsfolgen und das Verfahren zu klären. Und im Mittelpunkt dieser Handlungsformenlehre, die im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist, jedenfalls in vielen Punkten im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist, steht der Verwaltungsakt. Der Verwaltungsakt ist eine Kategorie, die die Rechtslehre, Otto Meyer war das, im Übergang zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, aus dem französischen Recht übernommen hat. Und in § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz findet sich nun eine Legaldefinition, was ein Verwaltungsakt ist. Dabei ist klar, dass der Verwaltungsakt Sinn und Zweck nicht aus sich heraus hat, sondern in Abgrenzung zu anderen Handlungsformen. Und deshalb ist die Definition, die wir in § 35 finden, ein Sammelsurium von Abgrenzungskriterien. Der Verwaltungsakt ist die Regelung einer Behörde in einem Einzelfall mit Außenwirkung, so ungefähr zusammengefasst. Wenn wir das analysieren, können wir jedes dieser Worte als eigenes Abgrenzungskriterium nehmen. Zum Beispiel und zentral Regelung. Wenn etwas keine Regelung ist, dann kann es kein Verwaltungsakt sein. Unter einer Regelung verstehen wir eine Willenserklärung, die auf die Setzung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Also, es muss irgendwie aus der Handlung der Verwaltung sich ergeben, dass der Bürger etwas tun, dulden oder unterlassen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt keine Regelung vor. Und das grenzt den Verwaltungsakt maßgeblich vom sogenannten Realakt ab. Und der Verwaltungsakt muss gerade auf eine Regelung gerichtet sein. Das heißt, die Verwaltung muss gerade gewollt haben, dass eine Rechtsfolge gesetzt wird. Auch Realakte können Rechtsfolgen haben. Ich nehme immer das Beispiel Hecke schneiden. Beim Hecke schneiden durch das Grünflächenamt können Kinder, die in der Hecke spielen, schwer verletzt werden. Dann hat das Rechtsfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Haftung. Aber diese Rechtsfolge war nicht intendiert, die war nicht beabsichtigt. Und deshalb liegt keine Regelungsabsicht vor und deshalb auch kein Verwaltungsakt. Anderes Beispiel. Die Regelung muss durch eine Behörde erfolgen. Das grenzt, das heißt einseitig durch eine Behörde. Das heißt, die Behörde macht das hoheitlich einseitig. Das heißt öffentlich-rechtlich, nicht privatrechtlich. Und das heißt nicht konsensual, sondern eben einseitig bestimmt. Das grenzt den Verwaltungsakt von privatrechtlichen Handlungsformen einerseits ab und von verwaltungsvertraglichen Regelungen andererseits. Es wird kein Konsens hergestellt, sondern es wird einseitig bestimmt. Und dann das Kriterium im Einzelfall. Da ist vollkommen klar, der Einzelfall ist die zentrale Abgrenzungskategorie zum Gesetz. Das Gesetz ist abstrakt generell. Der Verwaltungsakt ist konkret individuell. Und da gibt es nun einen Haufen von Abgrenzungsproblemen. Teilweise lösen wir die mit der Allgemeinverfügung 35, Satz 2 ist das. Aber andere Fälle bleiben offen und sind dann von Gerichten versucht worden zu klären. Zum Beispiel der Indiviensalatfall. Da wurden behördlich alle Verkäufe von Indiviensalat in einem bestimmten Gebiet verboten, weil man davon ausging, dass durch Indiviensalat eine Typhusepidemie weitergegeben wurde. In diesem Fall hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, das ist ein Verwaltungsakt oder das darf ein Verwaltungsakt sein. Das ist ein Einzelfall. Das war aber gar nicht so einfach zu begründen. Und letztlich kann man das nur verstehen, wenn man die Alternative sich vor Augen führt. Wenn es kein Verwaltungsakt wäre, wenn es keine Einzelfallregelung wäre, dann hätte die Verwaltung dafür eine Rechtsverordnung, eine abstrakt generelle untergesetzliche Norm machen müssen. Und das Verfahren für den Erlass einer Rechtsverordnung, das dauert. Das geht nicht von jetzt auf sofort.
haben wir auch bei der Pandemie im Übrigen jetzt häufiger mitgekriegt. Und dementsprechend war klar, der Staat muss handlungsfähig sein, der muss sofort diese Typhusquelle beseitigen können und dementsprechend musste das im Ergebnis ganz dringend ein Verwaltungsakt sein. Und vor dem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, es reicht aus, dass es einen konkreten Anlass gibt, nämlich die Typhusepidemie. Und allein deswegen hat es das unter den Einzelfallkriterium subsumiert. Das ist alles sehr fragwürdig, meine Damen und Herren. Oder jedenfalls nicht wirklich lupenrein wasserdicht. Aber das zeigt eben deutlich die Funktion der Legaldefinition in § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz. Es geht um Abgrenzung zu anderen Handlungsformen, um die Bedeutung des Verwaltungsaktes im Kern der Handlungsformenlehre einigermaßen abzusichern. In der Folge des Verwaltungsaktes spielt dann die Bestandskraft eine große Rolle. Ein Verwaltungsakt ist nur beschränkt anfechtbar. Nach einer bestimmten Zeit ist er formell bestandskräftig, nach einem Monat. Und er ist auch wirksam, wenn er rechtswidrig ist. Er muss befolgt werden. Man kann ihn möglicherweise anfechten, aber er muss trotzdem befolgt werden. Das hat dann wieder was zu tun mit der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen und so weiter. Und der Kern der Bedeutung des Verwaltungsaktes ist letztlich seine Titelfunktion. Die Verwaltung kann, wenn sie einen Verwaltungsakt erlassen hat, diesen Verwaltungsakt auch vollstrecken. Sie braucht kein gerichtliches Urteil, um in die Vollstreckung überzugehen, sondern sie kann selbst die von ihr selber getroffenen hoheitlichen Maßnahmen dann im Wege der Verwaltungsvollstreckung notfalls mit Zwangsmitteln durchsetzen. So viel zum Verwaltungsakt, meine Damen und Herren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.